Nur wenige Kinderstars haben eine so erlösende Lebensgeschichte wie Jenna McCurdy aus iCarly. Ihr Leben wurde durch die Show für immer verändert. Im Guten wie im Schlechten. Janet McCurdy wollte nie ein Kinderstar werden. Das war der Traum ihrer Mutter Deborah, wie McCurdy behauptete. Aber als der Traum nicht wahr wurde, verfolgte Deborah diesen Traum unermüdlich durch ihre Tochter. Zu Hause waren Dinge ebenfalls problematisch. Janet wurde in einem religiösen Haushalt zu Hause unterrichtet. Ihre Eltern stritten sich ständig und ihre Mutter war eine zwanghafte Sammlerin. McCurdy sagte, dass das Verhalten ihrer Mutter größtenteils auf ihren Gesundheitszustand zurückzuführen sei. Als Janet noch klein war, wurde bei ihrer Mutter Brustkrebs diagnostiziert. Und dass ihre Mutter danach begann, stellvertretend durch sie zu leben und McCurdy in die Welt der Kinderschauspielerei schickte. Deborah untersuchte den Körper ihrer Tochter regelmäßig auf Anzeichen von Krebs und andere beunruhigende Verhaltensweisen, die McCurdy zutiefst traumatisierten. Es wurde für den Nickelodeon-Star schwierig, die Autorität ihrer Mutter in Frage zu stellen, da sie Janet oft daran erinnerte, wie viel Glück sie für ihren frühen Erfolg bei iCarly hatte. In ihren Memoiren I'm Glad My Mom Died schreibt McCurdy, dass Deborah ihr ständig sagte, jeder will, was du hast. Der Druck auf Janet wurde nur noch größer, je erfolgreicher iCarly wurde. Ihre Mutter wollte unbedingt im Fernsehen auftreten und brachte ihr bei, eine Essstörung zu entwickeln, als sie erst 11 Jahre alt war. Wie McCurdy später in einem Red Table Talk erzählte, war es ihre Mutter, die sie ermutigte, Kalorien einzuschränken. We were just in the disease, in the sickness, but yep. There was a connection that the sickness created that I of course couldn't see at the time. Sie beschränkte sich auf weniger als 1000 Kalorien pro Tag, um ihre Mutter stolz zu machen. Selbst nach dem Tod von McCurdys Mutter wurde diese Essstörung schlimmer und sie brach einmal im Badezimmer ihrer Co-Darstellerin Miranda Cosgrove zusammen. Viele Kinderstars von Disney Channel und Nickelodeon haben nach dem Erfolg der Stars Selena Gomez und Miley Cyrus eine Musikkarriere versucht. In ihren Memoiren von 2022, I'm Glad My Mom Died, enthüllte McCurdy, dass ihre Mutter sie dazu drängte, Country-Musik zu machen, als iCarly aufgrund der WGA-Streiks 2007 gestoppt wurde. 2009 unterzeichnete sie einen Plattenvertrag mit Capitol Records und lehnte ein Angebot von Taylor Swifts damaligen Heimatlabel Big Machine Records ab. Nach mehreren Singles veröffentlichte McCurdy 2012 ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Doch die Musikkarriere lief nicht lange, da der Nickelodeon-Star Capitol Records verließ, weil sie sich für ihre neue iCarly-Spin-Off-Show Sam & Cat engagieren musste. McCurdy drückte in ihren Memoiren ihr Bedauern über ihre Country-Musiktage aus, obwohl sie kurze Zeit eine große Wende in ihrem Leben mit sich brachte. Deborahs Krebs kehrte zurück und McCurdy konnte ohne sie auf Tour gehen. Es war das erste Mal, dass die beiden getrennt waren, seit McCurdy ein kleines Kind war. Doch ihr Solo-Ausflug löste bei McCurdy noch mehr Schuldgefühle aus. Sie sagte The Guardian im Jahr 2022, Gott, es fühlte sich beschissen an, Erleichterung zu empfinden, als bei meiner Mutter ebenfalls gerade Krebs diagnostiziert wurde und sie im Sterben lag. Nickelodeons iCarly wurde 2012 beendet, doch McCurdy entfernte sich in der unmittelbaren Folgezeit nicht weit vom Sender. 2013 spielte die Schauspielerin in einer Spin-off-Serie mit Ariana Grande namens Sam & Cat. Als McCurdy ursprünglich für die Show unterschrieb, war sie der Meinung, dass es sich um eine Solo-Serie für ihre Figur Sam Puckett handeln sollte. Nickelodeon entwickelte sie stattdessen um Grandes Figur. Während der Dreharbeiten begannen die Dinge beim Sender für Janet zu kippen. In ihren Memoiren enthüllte sie, dass Grande in der Sendung durchweg bevorzugt behandelt wurde und ganze Wochen ausfiel, um ihre Musikkarriere zu verfolgen. McCurdy war gezwungen, mehrere Filmangebote aufgrund ihrer vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Sam & Cat abzulehnen, ein Standard, an den sich Grande nicht halten musste. McCurdy ist in den letzten Jahren gegenüber Grande nachgiebiger geworden. Sie sagte Vogue im Jahr 2022, Ich kann zurückblicken und es einfach als das Comedy-Gold sehen, das es ist. Mit 21 am Set zu sein, wo man einfach anfälliger für Eifersucht und Vergleich ist, als man nur sein kann. Und ich sitze da einem aufstrebenden Popstar der damaligen Zeit gegenüber. Oh! Is it that bad? No, you barely notice it. Ein guter Teil von McCurdys Memoiren erzählt von ihrer Erfahrung mit dem Schöpfer, einem Pseudonym für den iCarly und Sam & Cat Erfinder Dan Schneider. Schneiders Verhalten war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buchs allgemein bekannt. Nickelodeon brach 2018 die Verbindung zu ihm ab und er wurde seitdem des verbalen Missbrauchs und sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt. McCurdys Memoiren gossen nur noch Öl ins Feuer. Sie behauptete, er habe sie eingeschüchtert, damit sie als Minderjährige Alkohol trinke und andere unangemessene Handlungen ihr gegenüber begann. Sie schrieb, Der Schöpfer macht das, was er mit jedem neuen Star seiner Show macht. Er nimmt dich unter seine Flitsche. Du bist sein Liebling. Im Moment. McCurdy begann aufgrund des Stress und Missbrauchs stark auf Alkohol zurückzugreifen. In ihrem Podcast Empty Inside sprach sie zum ersten Mal über ihre Beziehung zum Alkohol.
Als ob die Behandlung, die Janet von Nickelodeon bei iCarly und Sam & Cat erfuhr, nicht genug wäre, war sie auch in ihren Möglichkeiten außerhalb des Senders eingeschränkt. Abgesehen davon, dass sie Filmangebote ablehnen musste, begann McCurdy stattdessen in ähnlichen Projekten bei Nickelodeon aufzutreten. Zu ihren Gastauftritten in anderen beliebten Nickelodeon-Shows gehörten True Jackson, VP und Victorious. Ihre häufigen Auftritte brachten ihr 2 Nominierungen bei den Teen Choice Awards und Kids Choice Awards ein, doch mit zunehmendem Alter brachte das ihre Karriere kaum Vorteile. Erst nach dem Ende von iCarly und Sam & Cat widmete sie sich ernsthafteren Rollen. Sie trat 2016 in Thriller Pet auf und vor allem in dem Netflix-Drama Between, in dem sie 2 Staffeln lang die Hauptrolle spielte. 2018 gab sie ihr Regiedebüt mit dem Kurzfilm Kenny, der auf YouTube Premiere feierte. McCurdy hatte nicht den Vorteil, Nickelodeon im Guten zu verlassen. In ihren Memoiren gab sie an, dass der Sender ihr $300.000 angeboten hatte, wenn sie über ihre Erfahrung mit Dan Schneider schweigt. Obwohl sie das Schweigegeld letztendlich ablehnte, bereute sie die Entscheidung kurzzeitig. Doch heute ist sie stolz darauf, dass sie den Weg der Moral gewählt hat und nicht dem Netzwerk nachgegeben hat. Der Tod von Jeanettes Mutter Deborah war ein Punkt im Leben der jungen Schauspielerin. Ihre Mutter starb 2013, nur 3 Jahre nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Krebs rückgekehrt war. Selbst ohne die Frau in ihrem Leben, die jede ihrer Entscheidungen kontrollierte, dauerte es Jahre, bis McCurdy sich mit dem angerichteten Schaden abfinden konnte. McCurdy glaubt, dass ihre Art der Heilung nicht möglich gewesen wäre, wenn ihre Mutter noch am Leben gewesen wäre, und erklärt, dass eine Therapie zu diesem Zeitpunkt keine Option war. Selbst als sie schließlich begann, Hilfe zu suchen, war es ein langer Weg, um herauszufinden, was sie wirklich fühlte. Sie erzählte in The View, dass es hart war, zu der ersten Therapeutin zu gehen, die sie aufsuchte. You know, what you're describing is abuse, and I left. I quit therapy. I couldn't tolerate the idea, the notion that my mom was abusive. 2014 wurde Sam & Cat nach 1 Staffel abgesetzt, was McCurdys 7-jährige Tätigkeit bei Nickelodeon beendete. Die Schauspielerin hatte in dieser Zeit ein lebenslanges Trauma erlitten, aber innerhalb 1 Jahres machte sie ihren ersten Schritt zur Gestaltung des Rests ihrer Karriere. McCurdy begann mit der Kreation ihrer eigenen Webserie What's Next for Sarah. In der autobiografischen Serie spielt McCurdy Sarah, deren erfolgreiche Fernsehsendung für Teenager abgesetzt wird, was ihr Leben in Unordnung bringt. Die Besetzung von What's Next for Sarah bestand aus vielen Nickelodeon-Freunden von McCurdy, darunter Mary Shear, Shane Taub und Daniel Morrow. Die Show war McCurdys erste Gelegenheit, sich auf ihre eigene Art und Weise mit der Bedeutung ihrer Karriere in der Unterhaltungsbranche auseinanderzusetzen. Sie hat weiterhin über das, was ihr passiert ist, geschrieben und gleichzeitig eine Karriere verfolgt, das sie weit weg von ihrer Nickelodeon-Vergangenheit hielt. In Hollywood gibt es zu viele Geschichten über Kinderschauspieler, die von den Erwachsenen in ihrem Leben ausgenutzt werden. Während McCurdys schauspielerischer Erfolg die Erfüllung des Lebenstraums ihrer Mutter war, hatte er auch einen praktischen Zweck. Durch ihre Schauspielauftritte unterstützte sie ihre Eltern, Großeltern und 3 älteren Brüder. Aber McCurdy erhielt nichts von dem Geld, das sie als Schauspielerin verdiente. Ihr Konto, das 15% des Gehalts eines Kinderschauspielers auf ein Sparkonto einzahlen sollte, wurde nie ordnungsgemäß angemeldet. Infolgedessen weiß McCurdy nicht, was mit all dem Geld passiert ist oder wohin es gegangen ist, aber es wird angenommen, dass es von ihrer Mutter gestohlen wurde. McCurdys harte Arbeit zahlte sich später in ihrem Leben in einer anderen Hinsicht aus. Im Jahr 2022 veröffentlichte sie ihre Memoiren, die auf einen New York Times Bestseller landeten und sich ganz dem Missbrauch durch ihre Mutter widmete. McCurdy bestätigte, dass ihre älteren Brüder ihre Entscheidung, darüber zu sprechen, befürworteten. Sie sagte dem Hollywood Reporter: "Meine Brüder haben mich komplett unterstützt. Sie verstanden den Titel, um es einfach auszudrücken." 2020 debütierte McCurdy mit ihrer ersten One-Woman-Show I'm Glad My Mom Died. Sie zögerte zunächst, die Show selbst aufzuführen, erkannte jedoch schließlich, dass nur sie ihre eigene Geschichte erzählen konnte. Die Bühnenshow lief Anfang 2020, nur wenige Monate bevor die Covid-19-Pandemie das Live-Theater lahmlegte. Während der Pandemie setzte McCurdy die Gespräche über ihre Vergangenheit in ihrer Podcast-Serie Empty Inside fort. Mit Gästen wie Anna Faris und Daniel Sloss sprach sie oft über ihre Mutter, ihre Beziehung zum Alkohol und ihre Karriere. Nachdem sie die One-Woman-Show 2021 wiederbelebt hatte, machte sie 2022 aus ihrer Geschichte ihre Autobiografie. I think that anything worth saying is probably going to be divisive. I think if it's not divisive, there's probably no new conversation to be had there. Das Buch war fast sofort ausverkauft und blieb 8 Wochen lang auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times. McCurdy hat inzwischen einen neuen Vertrag als Autorin für Penguin Random House unterzeichnet. Sie sagte der New York Times: "Es fühlte sich an, als würde ich endlich meine Worte sagen können, die ich sagen möchte. Ich bin ich selbst." Obwohl sie viele unvorstellbare Tragödien und erschütternde Traumata durchgemacht hat, ist McCurdy auf der anderen Seite stärker und mutiger herausgekommen.
Im Jahr 2021 beschloss Paramount Plus, iCarly neu zu starten und Miranda Cosgrove, Nathan Kress und Jerry Traynor zurückzubringen. Aber McCurdy sagte nein, danke. Sie beschrieb in ihren Memoiren, dass Cosgrove sie persönlich kontaktierte, um Sam Puckett erneut zu spielen. Trotz Cosgroves Ermutigung weigerte sich McCurdy, da sie die Erfahrung, die ihr Leben lang so viel Schmerz bereitet hatte, nicht noch einmal durchleben wollte. McCurdy hat erklärt, dass sie die Erfahrung, bei iCarly dabei zu sein, kein bisschen vermisst.